Okay. So. Ja, damit können wir jetzt auch. Haben wir heute zwei Verinnerungen bekommen? Schauen wir mal, wie die Uhr. Ja. Ich glaube, wir machen trotzdem Feierabend heute. Wenn ich ehrlich bin, weil. Jetzt sich durch die Arena durchzuquälen, auch fast und so, das habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu. Weil, wenn ich ehrlich mit dem Fuchs sage, die kommen auch nicht so wirklich weiter jetzt gerade. Ich dachte, wir hatten die Möglichkeit über die Safari-Zone. Gibt es aber nicht mehr. Ärger mich, weil, wie gesagt, ich hätte da gerne weitergemacht. So, das heißt, die nächste Aufgabe, die uns ins Haus steht, ist dann auch die nächste Arena. Und dann haben wir 5 Orden. Und dann können wir vielleicht sogar schon irgendwann unser nächstes Team liefern. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht's weiter mit Kogas Gift Arena hier in Fuchsane City. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir machen heute weiter mit der nächsten Arena. Und bevor wir weitermachen, möchte ich gerne noch kurz einen Schluck trinken. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuchsane City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen viele Pokémon gekostet haben. Um diese Arena zu betreten, müssen wir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon abgefangen hast. So, so, wie sehr ist es ja bisher gelungen, 46 Pokémon anzufangen. Dann schreibt die Situation vor, dass ich dich erst in die Arena lassen darf, wenn du mindestens 50 Pokémon abgefangen hast. Ein wahrer Ninja springt ja vor großen Aufgaben nicht zurück, also komm wieder, sobald du dieses Ziel erreicht hast. Leck mich doch am Sack, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt. Ich muss jetzt tatsächlich einige Pokémon fangen noch. Oh Mann, ich wollte eigentlich hier hinten tatsächlich in die Arena. Oh Mann, oh. Na gut, dann müssen wir mal gucken, was wir hier oben haben. Komm ich hier weiter? Go Park. Willkommen im Go Park. Was möchtest du tun? Erklärung an einmal. Worüber möchtest du mehr erfahren? Spielwiese? Wenn du 25 Pokémon derselben Art im Go-Park befinden, kannst du mit ihnen auf der Spielwiese spielen. Führe alle Pokémon des Halbblinds nach oben zum Ziel und mit dabei verstören Pokémon nach, bis zum Wohnen kommen. Okay. Abbrechen. Na gut, na gut. Das ist ärgert mich gerade. Ich muss jetzt noch ein Pokémon fangen. Eigentlich wollte ich halt, wie gesagt, mit euch die Arena zusammen machen. Aber scheinbar möchte das Spiel das gerade noch nicht. Ach, wisst ihr was, liebe Leute, noch machen wir weiter mit Route 18 und gucken, ob wir da noch irgendwie ein paar Pokémon gefangen bekommen. Das heißt, wir müssen heute Pokémon fangen. So, fangen wir mit dem hier. Ich laufe überall das hohe Gras, um Pokémon aufzuspüren. Und das sollte man auch tunlichst machen, ja. Dann machen wir heute die Routen hier fertig. Vogelprofi Pascal. Mit einem Habitat. Dann muss ich in der nächsten Folge hochgehen, in die Arena gehen. Scheiße, Mann, das nervt mich. Das war jetzt unerwartet. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass der mir sagt. Ich darf noch nicht in die Arena. So, dieses Habitat ist weg auf jeden Fall schon mal. Wohl unerreicht Level 37. Hier kommt Dodri. So, aber die heute noch die machen, die Arena weiß ich jetzt auch nicht tatsächlich, weil das hat mich jetzt gerade so ein bisschen. Ja. Ach Mann! Nein, ich will nicht von der. Ich will das Dodu haben. Weil das wäre Nummer 47 gewesen. Dann hätte ich fast die 50 gehabt. Nein, ich möchte auch vorher gegen dich kämpfen. Ach Mann. Gut, dann kämpfen wir halt gegen dich erst. Ja, natürlich hast du ruckzuck hier. So, halt mit dir. Okay, 30 bereits hier. Okay.
30 auch. Und wir machen gleich noch eine kleine Änderung. Ich werde jetzt gleich noch Hauptinstinkt ziehen, damit es halt ein bisschen gelevelt bekommt, damit ich halt die Pokémon relativ schnell vorher habe. Und wir heute doch noch in die Arena gehen. Ja, ist klar, Alter, du hast. Natürlich kann jedes Pokémon irgendwie ruckzuck hielt, damit es. Wo brauchst du überhaupt noch das Level ab? Das kommt schon Psychokinese. Ich werde jetzt gleich mal Nevoli. Er wird es gleich mal kurz sehen. Ja, ich muss Pokémon weg trainieren. Wenn ich diese 50 voll kriege. So, nochmal ein Feuerschlag. Hör auf mit dem Scheiß jetzt endlich! Hier, komm. Also muss. Blutzug reicht aber nur in den 30. Und damit müsste eigentlich das Blutzeug sich weiterentwickeln sogar schon. Ja. So, dann werden wir das auch schon mal haben. So, Blutzeug wurde zu Obot. Und damit kriegen wir nochmal 47 auf einen Pack. Jetzt anders. Ich zwinge mein Team mit zum Glück. So. Moment, wir machen sie jetzt anders. Den Team hinzufügen. Weil, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die beiden jetzt weiterentwickle, dann haben wir es nur voll. So. Weil die beiden entwickeln sich auf Level 7 und 10. Also es geht jetzt relativ schnell. Dann haben wir sogar 46, wenn ich richtig, oder 47. Guter Wurf. Da, perfekt. Dodo wurde gefangen. So. Bam, bam. Und weiter schon Level 7. Jetzt haben wir nämlich weiter auf zwei Pokémon, weil sich jetzt nämlich sowohl. Wenn sich beide jetzt weiterentwickeln werden. Wenn wir jetzt einige Dinge jetzt bekommen. Wir kriegen jetzt drei neue Einträge, definitiv zwei Entwicklungen noch dabei. Also es wird jetzt ein bisschen was passieren. So, einmal Safkon. Wir machen dann heute nur Route 18. Das passiert sowieso nicht. So, Safkon halt lernt Hartner. So, die nächste Entwicklung ist jetzt Horny zu Kokuda. Damit wir da den nächsten Eintrag bekommen. So, dann Horny wurde zu einem Kokuna. Damit haben wir den nächsten Eintrag. Zwei neue weitere Einträge. Und der dritte Eintrag müsste jetzt Dodo sein. So. So, bisschen was getan heute. So, der möchte auch noch kämpfen hier. Dann haben wir, glaube ich, alle Trainer, die drei Trainer weg. Und dann müssen wir sogar. Ich glaube, wir haben sogar die fast die 50. Ich weiß noch nicht. Es fehlt, glaube ich, noch ein. Oder es fehlt ein Pokémon. Ich glaube, wir haben die 49, wenn ich jetzt noch, ne? Wir hatten ja 46. Horny und Kokuna. Ja, okay. Wenn wir Glück haben, können wir sogar tatsächlich sogar jetzt schon mit dem nächsten Kampf.
So, erstmal kriegt dieses Taubos einen Donnerschlag ab. Aber es möchte noch nicht ganz. Und dann bekommst du noch einen Ruckzuck hinterher. So, Taubos ist down. Saftkorn erreicht Level 8. Saftkorn erreicht Level 9. Kuna erreicht Level 8. Kuna erreicht Level 9. Und der ist besiegt. Okay. Na, leider noch nicht ganz Level up. Das heißt, wir brauchen uns auf jeden Fall noch ein Pokémon zu fangen. Ich gucke gerade gegen den Trainer hier. Na, wegen Item hier. Das ist hier gewesen. Gut, dann fange ich mir das Tauboss noch schnell. Ich weiß, dass wir es schon jetzt haben, aber ich brauche diesen letzten Eintrag. Eins, zwei, drei. Jawohl. Weil dadurch könnte es sein, dass die beiden nämlich jetzt Level Up kriegen. Ja. So, erstmal Level 42 für Evoli, das ist gar nicht so unwichtig. Dann Saftkorn und Kukuna und die wickeln sich ja beide jetzt hintereinander weg. Und damit haben wir die 50. Mit 60 kriegen wir Shiggy. Aber mit 60 Shiggy will ich jetzt auch gar nicht haben. Will ich gar nicht haben. Oh, Alter. Was für eine Kacke, ne? Da muss ich jetzt echt noch Pokémon fahren gehen. Glückwunsch, dann sagt doch mal so alles Smackbau. So, und dann kriegt es jetzt noch die Weiterentwicklung. Die nächste Weiterentwicklung ist jetzt das. Das Kukuna. So, perfekt. Gut, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das Bio oder mit als Eintrag. Aber hat der Bio nicht schon? Du Nadel 1, okay. Kann ich so. Ich weiß ja, der Bio schon hat, ne? So, das Tauboga, das nehmen wir mal mit. So, gucken wir jetzt mal im Pokédex. Ich müsste jetzt um 51 kommen, wenn ich es richtig mitgezählt habe. Leute, was? 49? Dann hatten wir schon das Biber. Scheiße! Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, dann hatten wir das noch. Dann hatten wir das schon. Scheiße! 49. Mir fehlt ein Pokémon nur noch. Scheiße. Dann müssen wir gleich gucken, was wir noch im Bild, was wir relativ schnell entwickelt bekommen. Scheiße, was ist das? Das ist ja immer hier. Ach, wir machen es anders. Wir kriegen ja eh noch, wir können ja eh noch welche kaufen. Wir nehmen jetzt Regaria rein, geben ihm den Stein und dann ist gut. Da werde ich ehrlich, wenn ich komplett schon kriege ich ihn durch Spania City ohne Ende gefangen. So, dann haben wir den Eintrag für Azathenia und dann haben wir das letzte Pokémon, was es noch in der Liste fehlte. Und dann haben wir die 50. Meine Güte, passiert heute einiges. So, dann haben wir's. Und dann fehlt uns der letzte Eintrag. Und damit haben wir die 50 auch voll. Boah, ist das ärgerlich. So, genau. Pokémon. Bock, Team. Weil ich brauche jetzt den restlichen Crap, den brauche ich ja nicht mehr. Das Team entfernen, weg damit. Und das Bibo auch direkt hinterher. Wo sind wir? Da oben. Gut, Leute. Einiges ist passiert in der Folge jetzt. Ja gut, was heißt einiges ist passiert? Es ist ein bisschen was passiert, weil wir mussten, um in die nächste Arena zu kommen, was ich eigentlich jetzt schon diese Folge gemacht haben wollte, Pokémon entwickeln, ohne Ende. Und beziehungsweise fangen. Wir haben uns ein Dodo gefangen, wir haben uns ja Tauboga gefangen.
um diese letzten Einträge zu bekommen und haben dafür Hornio und Raupi komplett durchentwickelt und haben uns da 10 Jahre mittlerweile als Eintrag geholt und. Also wir haben einiges ist passiert jetzt in der Folge. Um halt wirklich auf diese 50 Pokémon noch zu kommen, die wir jetzt brauchen, um überhaupt erstmal im Spiel weiterzukommen. Ich hoffe, dass wir danach jetzt durch sind. Dass wir jetzt nicht noch weiter Pokémon fangen müssen, sondern es ausreicht. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's endlich doch in die Arena voran. Pokémon Let's Go Evoli und dann holen wir uns hoffentlich Orden Nummer 5 und dann können wir vielleicht sogar schon unser nächstes Teammitglied fangen. Das würde ich wahrscheinlich sogar aufs Spiel machen müssen. Naja, wir sehen uns dann wieder und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin und tschüss. Puh, was war das für eine Folge in der letzten Folge? Tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen langweilig war. Aber jetzt geht's weiter mit der nächsten Arena, liebe Leute. So, um diese Arena zu betreten, musst du ja mehr beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon von Arten gefangen hast. So, wie sehe ich, hast du nicht weniger als 50 Pokémon Arten gefangen, dann wirst du als ehrwürdiger Herausforderer an dieser Arena zugelassen. Ich habe dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht. Was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Kokas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Wir sammeln uns von Verwechseln und ähnlich, oder? Mit seinem Sprachschirm müsst ihr vielleicht noch arbeiten. Mit dem Monster, du lass weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Jo, okay, gut geht's. Dann machen wir heute weiter. Wir sind einige unsichtbare Wände, die uns den direkten Weg zu Koga versperren sollen. Und ja, dann geht's halt los. Endlich, die nächste Arena. Hey, ich denke an dem. Das letzte von den berühmten unsichtbaren Mauern, der Arena von Foxania City. Dr. Ori. Dann die Durina. Ja, diesmal setzen sie nicht Gift-Pokémon ein und nicht nur tiefe Pokémon. Im Original weiß ich, dass sie mit Hypno, Traumato, Kadabra und sowas ankam. Und jetzt geht's dann endlich auch mit normalen Gift-Pokémon. Das ist schließlich die Gift-Arena, liebe Leute. Und es gibt einige Gift-Pokémon. So, die Durina kriegt auf jeden Fall erstmal die Pulsier-Aura ab und ja. Die Pokémon sind nicht ganz ohne. Also, dieser Kampf wird. Oder müssen wir diese Kämpfe werden? Jetzt. Nicht ganz einfach. Oh, Evoli. Doch, ich möchte gar nicht vergiftet sein. Nidorina hier? Ich denke, Pulsier-Aura sollte die richtig weiter, sonst darf ich ja Nidoking noch. So, Nidorino hast du noch, okay. Ah, fast komplett sogar. Ein KP hat's noch. Aua. Gift-Hieb. Da nehme ich noch mal kurz seine KP mit. Ich mache das jetzt anders. Ich werde mir den Eintrag für die Durina noch holen, weil ich mir das. Dann haben wir nämlich auch. Dann haben wir auch die nächste Entwicklungsstufe komplett. Da. Mit dem Team hinzufügen. Dem Team hinzufügen. Dann holen wir Paras noch dazu. Dann haben wir die nämlich auch einmal komplett. Ich brauche jetzt gerade die ganzen Einträge. Ich muss meine Pokémon die beiden entwickeln. Und das mache ich halt mit den Kämpfen. Erfolg hängt nicht allein von der Stärke deiner Pokémon ab. Auf die Strategie kommt es an. Wenn du schon mal hier bist, weiß ich am besten gleich, was ich damit meine. Astrina Milo mit 2 Pokémon. Erstmal fängt er mit einem Slimer an. Ja, ich denke, Evoli ist jetzt gerade die richtige Wahl. Ach, komm schon, jetzt geht's aber los hier mit dem Schutzschild oder was? Pulsier-Aura.
Okay. Jetzt geht's auf Komprimator. Hör auf mit dem Mist, ey. Hör auf mit dem Scheiß, Alter, du gehst. Sowas nervt mich gerade schon wieder. Weil der ja alle zwei Runden ein Schutzschild raushaut, damit der, damit ich halt nicht durchkomme. Jetzt zieht mir gerade die AP für Pulsier-Aura weg. So, jetzt trifft er zumindest mal. Ich würde kommen jetzt zum Volltreffer, damit dieses zweite Slime-Mock down ist. Ja, Gott sei Dank. Ja, schade. Es kann Schutzschild, es kann Komprimator, es kann. Toxin, okay. Wahrscheinlich auch Säurepanzer oder so. Ja, Sache, du nervst mich gerade. Das ist halt ja. Das ist keine. Das ist eine Assi-Taktik, damit ich ehrlich bin. Aber manchmal spielt er so. Komm jetzt. Ja, Mann. Das ist Slime und Down. So, Gott sei Dank. Nerviges Vieh. Ja, ich trainiere den mal. Giftstahl. Soll ja Level 16 erreichen, damit ich den nächsten Eintrag bekomme. Ich muss ja immer noch die 60 Pokémon kriegen. Ich glaube nicht, dass ich es durchkriege in einem Rutsch, aber. Nein, 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 nein. Das war nicht die richtige, wäre nicht die richtige Wahl. Weil Bonona ist eine etwas sinnvollere Wahl gerade. So, Flammenwurf. Oh nein. Genau die gleiche Taktik wie dein Vorgänger. Verwirrt, damit ist es hoffentlich jetzt down. So, tschüss. Ich war gerade recht, der will 9. Doppelkick? Oder nicht? Das ist hier kein Pokémon. Level 10, Level 8 für Paras, Level 9 für Paras. Absorber. Ich will überhaupt Katzer schaffen, das Doppelkick. So, der, okay, der ist schon mal down, der Typ. Gut, dann müssen wir mal eben kurz was machen, weil ich muss mein Team wieder hochhalten. Welch eine Überraschung. Gut, dass ich einige Gifte noch habe für Evoli. Ich brauche Hyperdrecke. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, der gute Koga, das wird definitiv alles andere als einfach werden. So, okay, dann gehen wir hier unten durch, oder hier oben durch. Warte mal, gut, dann ziehen wir mit dir weiter. Früher habe ich als Zauberer gearbeitet, aber mein Traum war es, immer ein Ninja zu sein. Dieser Traum hat mich schließlich in der Arena von Foxana City geführt. Jungle. Alpollo. Du hast drei Pokébälle in der Hand. So, Alpollo kann mit seinen Geisterattacken gegen mich überhaupt nicht anrichten. Nur ich kann mehr anrichten gegen dich. Nein, hör auf! Oh Mann, ich spiel doch nicht die Scheiße mit dem Schutzschild, das nervt mich. Ja, es ist einfach unnötig, weil das.
der einfach ohne DKP wegzieht. So, tschüss Apollo. Weil ich hätte dich sowieso gehauen. So. King erreicht Level 41. Durana Schwiss. Haras gar nicht haben. Kann ich kein Level Up? Okay. Dann nehme ich dich mit. Jetzt kriegst du erstmal eine Kostprobe meiner Spezialtechniken. Jongner Nathan. Apollo. Was ist in 2 Stunden jetzt aufgenommen schon? Aber wie gesagt, ich habe ja Bock drauf zu spielen. So, Apollo down. Bist du jetzt wieder an? Ist das jetzt? Viduran, ne? Ne, doch, Vidurin. Viduran, ja. Also reicht Level 10. Und noch ein Apollo. Das 3 Apollo wahrscheinlich, ne? Schon schwierig, so eine unnütze Attacke. So, tschüss Apollo. Und nun erreicht er 38. So, alle drei Pokémon Level ab. Du hast natürlich noch ein paar Apollo, ja. Können wir das machen, Apollo? Die Kürzone. Haut er dann letztes Apollo auffassen? Fast weg? Die anderen beiden sind weggeowned worden mit einem Schlag. Aber jetzt sagst du, nö, den nehme ich noch mit. Aber na gut, damit er die Vergiftung noch mitkriegt, oder was? Gut, dann gehen wir noch nicht so weiter. Ja, natürlich. Also scheinbar spielen die gerade komplett die Assi-Taktik. Und zwar, sie sagen, komm, ich gehe jetzt auf Toxin. Und dann gehe ich noch mal... Und dann gehe ich hinterher nochmal auf. Ja, dann. Der Tiefschlag hat immer gar nichts gebracht. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal eben ein bisschen. Ach, ein bisschen KP. So, tschüss, Apollo. So. Gut. Tasche. Joran entwickelt sich bald. Okay. Also noch 2 Level. Die Queen werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Ich habe keinen. Kein Mondschein weiter, kein weiteren. Nehmen wir dich mit. Auch ich bin Schüler von Meister Koga. Der Einsatz von Pokémon ist eine uralte Ninja-Tradition. Da fehlt, glaube ich, noch ein Trainer da oben. Dann haben wir also, glaube ich, Koga als nächstes. Dann also noch, ja, 2, 3 Trainer. Gut, dann fängt es jetzt an mit einem Arbok. Ja, ich habe mir immer schon ein bisschen gewiss angeguckt, was mich auf mich so zukommt. Der besitzt 3 Arbok, so wie ich das richtig gesehen habe. Jedenfalls so, okay. Du spielst das Ding so. Dankeschön, lieber Lieb. So. Dann auf Blubsauge. So, erste Pokémon, wenn ich schon mal die Geschichte. Ah, sie hat ein bisschen mehr Abwechslung an der Welt. Genug gibt Pokémon. Aber scheinbar. Die King, die Queen wäre ja auch eine Wahl gewesen. Kaiju reicht Level 40, macht auch die Rundung voll. Parasite Level 12, ich weiß gar nicht, wann sich das entwickelt. Parasite entwickelt sich bestimmt auch irgendwie Level 30 oder so. So, jetzt haben wir das A-Bock. Ich
und dass ich danach die Entwicklung begrüßen darf. Vor Koga. Dann kann ich mit Koga nämlich die nächsten Pokémon entwickeln. So, gehen wir auf Pulsier-Aura. Ja, das reicht nicht ganz, okay. Du gehst einfach die gleiche Taktik, du spielst nämlich wieder mit Giftblick und gehst mit Paralyse. Ja, dann darfst du nochmal anfangen. Die Tief noch hinterher. Aber schon ein bisschen KP zumindest zurück. Level 15 und will rechte Hand lernen, aber das brauchen wir nicht. Paras erreicht Level 13. So, du hast noch ein weiteres Arbok, aber dafür wechsle ich jetzt mal wieder King. Dankeschön, Evoli, du hast gut gekämpft die letzten drei Kämpfe, aber Nido King möchte auch noch mal ein bisschen was an. Bisschen was tun. So, Schaufler. Da bist du so, wenn er geben kann. Jawohl, das Arbok ist schon mal Geschichte. Ja, gut, die Step-Bonus, ne? So. Gut. Dann tun wir auf Evoli, Medizintasche. Ich hab wieder Paraheiler da. So, da fehlt jetzt die junge Dame hier noch und dann haben wir es. Meister Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja. Wir sind deine Vorfahren. Und meistens die, die gewinnen. Gut, Astrena Valentina. Genügt uns mal einem weiteren neuen Pokémon, was wir noch nicht in der Liste hatten. Nämlich auf dieser Kraft. Ich glaube, dieser Kraft haben wir noch nicht gehabt. Du möchtest auch Plaisir auch agieren erstmal. Nicht ganz, okay. Ich hab hier eine Pause. Solarstrahl. Okay. Oh, das ist gut, das kann ich fast. Dann kann ich sogar fast euren Blick und. Dann nehme ich erstmal das Fliegerknopf raus. Mit deinem Solarstrahl so weit kommst du gar nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, was er als letztes hatte. Ich hatte nachgeguckt, aber ich weiß nicht, was es hatte. Wieso gerade reicht der Weil Level 16? Das heißt, entwickelt sich mal ganz. Smogmog, okay. Gut, dann gehen wir auf. Dann gehen wir mal auf das gute Nidoking. Und schau, ne? So, jetzt bring ich schön. Jetzt komm, liebes Smogmog, jetzt mach mal Explosion oder sowas. Flammenwurf? Ernsthaft? Das Viech kann Flammenwurf? Also ich weiß, dass es lernen kann. Ich weiß, dass es so auch Donnerblitz und so lernen kann. Mal Feuerattacken. Wollen wir mal Feuerattacken gehen? Die Schildkraft zu wirken. Ernsthaft? Ich hab jetzt. Dann ja, jetzt hier mit Feuerattacken weg. Ja, wohin? Nein. Oh, dann ist jetzt down. Test. So, Maras Reiter will 14. So, die ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Damit habe ich nicht gereicht. Das sind jetzt ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, da passiert ein bisschen was Unerwartetes. So, erstmal der nächste Eintrag, Nummer 51. Ich muss mal nach Koga denken, dass ich dann nochmal nach rechts gehe zu meinem Assistenten und Professor Eich. Damit ich hier mir das Item noch holen kann. Ich vermute, dass es ein Detektor ist. So. Und die Urin da, nehmen wir mal raus. Weil das ist jetzt durchentwickelt.
aus dem Team entfernen. Jetzt gucken wir mal, was ich noch habe. Dem Team hinzufügen. Ja, Retter, ne? Aber auch würde ich gerne auch noch mal im Team haben. Also ich wickele jetzt, versuche jetzt so weit wie möglich meine Teams durchzuwickeln. Oder mein Pokémon durchzuwickeln, damit ich halt die Einträge dafür habe. Ne? Wir wollen ja, wenn es möglich ist, den Pokémon Pokédex vervollständigen. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Aber wir nehmen sie mit, einfach. Und deswegen wickele ich jetzt Paras und Retter. Also beides keine, definitiv keine Teammitglieder. Man hätte es ja schon früher ins Team geholt. Gut. Jetzt geht's hier weiter. Hallo Koga, ich möchte gegen dich kämpfen. Ha, so geht's. Okay. So, Ordnung Nummer 4 möchte ich jetzt holen. Ordnung Nummer 5 haben wir jetzt holen. Ich muss mal kurz mein Evoli mal in der Pulsier-Aura was beibringen. So. Ja, und jetzt stehen wir dem guten Koga gegenüber. Hä? Was ist denn schön? WTF? Ein Kind wagt es, einen Ninja-Meister Koga zum Kampf herauszufordern. Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder meiner Gift hat wehrlos jeder meinem Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Mond der Tatsachen zurückholen. Na schon. Ich glaube nicht, dass es einfach wird. Definitiv nicht. Da bin ich jetzt schon mal sicher. Gut. Er fängt an mit dem Smogmog. Er hat 4 Pokémon. Genauso wie ich eigentlich auch. Weil, wie gesagt, ja, Rettern und Paras kann man eigentlich nicht für voll nehmen. Fangen wir an mit Pulsier-Aura gegen Smogmog. Ach Gott, du kannst genau die gleiche Billigkeit bekommen. Na gut. Und das erste Move hätte ich erwartet, dass es Toxin kommt. So, jetzt mal das Smogmog. Den kommen wir jetzt wahrscheinlich das. Ja, natürlich. Und jetzt erwarte ich, dass du die Schutzschild jetzt auspackst. Die Variante andersrum hätte ich erwartet. So wie es ein Ast-Trainer mal gemacht hat, aber gut. Ich hoffe, dass jetzt nochmal Schutzschild kommt. Nö, nicht. Na, opfert dann Smogmog, okay? Ja, das ist nämlich jetzt down. Ich weiß, was er hat, wann er noch nicht zukommt. So, das erste war jetzt nicht so das Problem. Retter noch recht Level 5. Ich habe Level Arbok im Level 23 oder so. Ich hoffe, dass es im Kampf entwickelt. Gut, armes kleines Evoli muss jetzt erstmal wieder weg. Slimog. Okay, dann machen wir das Spiel mal. Ich spiele schon weiter mit Nido King. Aber auch dieses Slimog wird wahrscheinlich irgendeine Taktik haben oder irgendwas haben, was mich ein bisschen. Wo man mich überraschen kann. Okay, dann spielen wir das ganze Spielchen durch. Schaufler, erstmal ab in den Boden mit dir. Und du wieder kurz. Du gehst auf Mondgewalt. Du gehst auf Mondgewalt. Ernsthaft, du spielst. Du kannst nochmal einsetzen? Wieso kommst du auf Mondgewalt? Das ist ein Pferd. Okay. Mein Mondattacke. Pferdattacke gegen ein. Gegen Nido King, das. Den Gift. Irgendwas denken wir da. So, lass mal weg mit dir. Mal gucken, wie effektiv das ist. Überhaupt nicht effektiv. Ja gut, er senkt unseren Spezialangriff. Okay. Ein bisschen verstehe ich das gerade auch. Okay. So, der setzt Schutzschild ein. Das ist jetzt einfach eine Runde zu früh, mein Freund. Das war eine Runde zu früh. Den Fehler hast du gemacht. Gut, weg damit. So. Jetzt vermute ich, dass Golbat kommt. Golbat und Omot hat er noch als nächstes. Freunde. Ich muss auf Feuer gehen.
Da ich vermute, dass das Viech Psychokinese kann, durch die Kinder da relativ schlecht gelandet, weil. Das ist jetzt Golbat und Golbat kriegt mir Kaiju geholt. Okay, jetzt muss ich auch nicht oben erstmal vorbei. Das ist nämlich Level 44. So, pass mal auf. Ja, okay, das ist alles klar. Ihr könnt alle die gleiche Scheiß-Taktik. Ich vermute, dass auch dein Dings das kann. Golbat das kann. So. Quatschbombe. Das ist eine Giftattacke. Dann zünden wir das oben erstmal an. Das dauert lange. Und Flammenwurf. Aber noch nicht. Das dauert halt lange, ne? Ja, liebe Leute, ich dachte ja gesagt, Kuga ist gar nicht umsonst Arena-Leiter. Der wird auf jeden Fall ein bisschen zäh werden. Spiel das Spiel schon weiter, komm. Feuerschlag, da gehe ich mir mal sicher. Das habe ich was erwartet. Okay, das ist gut. So, du spielst jetzt auch ein bisschen sicher. Nice! Das ist das Problem gerade. Das Vieh, das ist nicht ohne. So, okay, dann gehe ich jetzt auf Evoli. Nein, warte mal. Ich opfer jetzt mein Paras. Aber das ist mir eh scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche es nicht im Team. Weil ich dadurch mein... Kein Top-Beleger, ne? Nido King zurückholen kann. Das ist mir gerade ein bisschen wichtiger als das Monona. So, Matschbombe, damit ist es klar. Sehr egal. Aber damit kann ich nochmal eine Runde in den Feuer. So, dann kriegt jetzt noch das Retter am hinterher, damit ich mein Monona auch noch zurückholen kann. Und dann ist das Viech nämlich down. Wer jetzt keine. Kein. Ich vermute, vielleicht macht er mir. Ich vermute, dass er einen Übertrank setzt. Oder Top-Genesung oder so. Irgendwas wird er jetzt in der Richtung reinhauen. Erwarten tue ich es was. Nicht ein, okay? Hat er sein Umut weg. Gut, ich weiß, dass sie beide jetzt da sind, aber herzlich egal.